Ich möchte nun auf zwei kleinere Rituale eingehen, die Teil des Mega-Rituals zur Zerstörung der alten Ordnung waren. In Kapitel 5 war bereits die Rede von der Tarotkarte der Wagenlinker und den gelben Taxis als Repräsentation der über den Himmel ziehenden Sonne. Im vorangegangenen Kapitel sahen wir einige Beispiele für die Verwendung dieses Symbols in Hollywood-Filmen. Auch beim Mega-Ritual spielte ein Taxi eine Rolle, und zwar am Pentagon. Dort hatte das angebliche Wunderflugzeug sich durch ein 5 Meter kleines Loch gezwängt, war durch drei komplette Betonringe gestoßen und hatte sich dann, nachdem es ein schön rundes Loch hinterlassen hatte, komplett in Luft aufgelöst. Der Rand des Lochs sieht aus wie gemeißelt. Und natürlich musste auch hier mindestens eines der uns bekannten Symbole auftauchen. Neben diesem Loch soll das unzerstörbare Flugzeug auch mehrere Stahlmasten bei seinem Anflug aus der Erde gerissen haben. Bitte erinnern Sie sich an den hölzernen Telefonmast, der den Flügel hier komplett abtrennt. Wie würde das wohl in der Realität bei einem sehr viel besser verankerten Stahlpfosten aussehen? Ganz bestimmt nicht folgendermaßen. Nichtsdestotrotz zeigten die Medienbilder eines Taxis, das von einem der angeblich aus der Erde gerupften Stahlmasten getroffen worden sein sollte. Tatsächlich behaupteten die Medien, das Taxi sei von dem Mast regelrecht durchbohrt worden. Hier sehen wir das sogenannte Eintrittsloch in der Windschutzscheibe. Und hier ist die Rücksitzbank, die ebenfalls vom Mast getroffen worden sein sollte. Das Ganze übertraf sogar die offensichtliche Lächerlichkeit der Pentagon-Ein- und Austrittslöcher. Ein solcher Mast soll in dem Taxi gesteckt haben, aber ohne auch nur den geringsten Kratzer auf der Motorhaube zu hinterlassen. Eine absurde Geschichte, die zusammengeschustert wurde, um ein Taxi ins Ritual einzubinden. Beachten Sie, dass das ausgewählte Auto nicht gelb ist, wie die typischen Sonnenwagen. Die schwarze Farbe, genau wie die Zerstörung, symbolisieren den Tod der Sonne im Zeitalter der Fische. Es ist ein kleines Ritual, eingebunden in ein viel größeres. Nebenbei bemerkt, auf dem Sitz des Taxis wurde als kleiner Hinweis das Buch Children of the Matrix von David Icke hinterlassen. Icke ist einer der vielen Agenten, die Desinformation im Auftrag der Verschwörer betreiben und gut davon leben. Wenn Sie, was ich hoffe, auf eigene Faust weiter recherchieren, hüten Sie sich vor solchen Desinfo-Agenten, die je nach Kaliber zwischen 20% und 80% Wahrheit anbieten, nur um dann am Ende zu gewalttätigen Aktionen, zwecklosen Demonstrationen oder spiritueller Pseudo-Befreiung aufzurufen. Vom kleinen Taxi-Ritual kommen wir nun zu einem wichtigeren. Es handelt sich um den Besuch von Präsident George Bush in der Burker Grundschule am Morgen des 11. September. Der angeblich mächtigste Mann der Welt saß dort in einer Klasse von Kindern und hörte ihnen beim Lesen zu. Lauschen wir auch mal rein. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Kid. Yes. Sound it out. Get ready. Kid. Sound it out. Get ready. Kid. What word? Kid. Yes. Kid. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Steal. What word? Steal. Yes. Steal. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes. Play. Get ready. Must. Yes. Must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Steal. Yes, steal. Get ready. Plane. Yes, plane. Get ready. Must. Yes, must. Or did you speak your reader up from under your seat? Open your Nach diesem schönen Start zum Warmmachen kam das Hauptwerk dran. Die Geschichte, die dem Präsidenten vorgelesen werden sollte, hieß ganz zufällig. Yes, the cat go. Fingers under the first word of the story. Get ready to read the story the fast way.
Get ready. Pan, der Ziegengott, war berühmt dafür, dass er mit seiner Panflöte kleine Kinder anlockte. Der Präsident der USA sitzt am Morgen der rituellen Zerstörung der zwei Säulen in einem Raum voller Kinder, die eine Geschichte über eine Ziege lesen. Baphomet lässt grüßen. Was haben wir hier alles? Mal sehen. Da ist Baphomet mit loderndem Feuer. Das Mädchen, das sich mit roter Soße, sprich Blut, bekleckert hat, stellt ein Menschenopfer dar. Sie wird von den Zwillingsbrüdern festgehalten. Die Jungs stehen für die Freimaurer, die sich ebenfalls als Brüder sehen und die Loge immer mit einem weißen Hemd und schwarzer Krawatte betreten. Und schließlich sieht es so aus, als wolle der Vater die Mutter erwürgen. Lustig ist das nicht. Aber was erwartet man auch von einem Sender, der einen irrigierten Phallus in seinem Logo trägt? What is that word? Sound it out. What word? Start from the beginning of that sentence. Go on. Aleister Crowley schrieb übrigens eine Hymne an den Gott Pan. Er war es, der Pan erst so richtig beliebt in okkulten Kreisen machte. Es gibt darüber hinaus eine unbestätigte Vermutung, wonach Barbara Bush die Tochter Crowleys sein könnte. Das würde George Bush zu seinem Enkel machen und dieser eh schon übermäßig okkulten Szene eine noch größere Signifikanz geben. So oder so wurden die anschließende Zerstörung der Türme und der kaltblütige Massenmord an vielen tausend Menschen durch das Ritual in der Grundschule dem Gott Pan, alias Baphomet, gewidmet. George Bush handelte am 11. September nicht als Präsident der USA, sondern als Mitglied der Freimaurer und also als Marionette der Verschwörer. Hier seht ihr ihn und seinen Vater bei der offiziellen Trauermesse für die Opfer der Anschläge. Achten Sie auf den Handschlag der beiden. Es handelt sich dabei nicht um einen normalen Handschlag, sondern um einen typisch freimaurerischen. Hier sehen wir die uns allen bekannte Version. Ein Freimaurer grüßt oder beglückwünscht den anderen, indem er die Hand ein wenig anders greift und mit dem Daumen auf einen der Knöchel drückt. Nach seiner Ansprache bei der Trauermesse für die ermordeten Menschen wird der Präsident von seinem Vater mit einem freimaurerischen Handschlag beglückwünscht. Denken Sie mal darüber nach.